Moin Moin Leute, ein recht herzlich willkommen zum Uschis Vlogsofa. Ich habe ein bisschen was zu erzählen, möchte ein bisschen quatschen mit euch. Ja, machen wir es einfach. Ne? Ja, was haben wir denn? Erstmal, na klar, ich möchte mich hier erstmal herzlich bedanken von der Band Battlescream, der Frontsänger, also der Sänger von Battlescream, der hat mir zum dreijährigen YouTube-Dasein, hat er mir einen Waltboy geschenkt, einen Wackel-Waltboy. Und der wird natürlich einen Ehrenplatz in meiner Vitrine da hinten bekommen. Darauf kannst du einen lassen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Hätte ich niemals gedacht an sowas. Super geil. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin eigentlich platt, wo ich das gesehen habe, war ich platt. Super, vielen, vielen Dank. Ich habe es auch bei Facebook auch geteilt. Jeder, der Facebook noch nicht bei mir nicht geliked hat, der kann es ruhig mal machen. Ihr müsst es nicht. Aber da teile ich schon hin und wieder so einige Sachen. Auch über die Sachen, über die ich mich aufrege. Und das tue ich ja ziemlich gern. Ne? Genauso wie mit den Neo 4K-Dingen. Da erzähle ich auch nochmal gleich was. Kann ich eigentlich gleich erzählen. Ich hatte das Video gemacht, dieses 4K und Neo-Ding. Und ich fand es sehr, sehr geil von euch, dass wir da echt ein bisschen diskutiert haben. Und ich habe auch von der Rezension, also von der Menge gesehen, dass viele gleich denken wie ich. Klar gibt es da dann auch Ausbrecher, ist ja auch kein Thema, jeder hat seine Meinung, ne? Und die das nicht so schlimm finden und warum ich mich so aufrege, aber ich habe das ja alles erklärt, warum ich mich denn darüber aufrege. Ich möchte das ja auch nicht komplett nochmal aufwärmen, ich will es auch nicht als Titel hier oben stehen haben, weil heißt wieder, oh, guck mal, der versucht jetzt wieder Klicks zu generieren. Absoluter Blödsinn. Ja, bait ihr mal da draußen. Ist mir völlig egal. Ja, und dann sind natürlich auch andere, die dann im Nachhinein immer vernünftig sprechen mit jemandem, aber erstmal einen Kommentar raushauen, mit rumblubbern und rumlabern. Da kann man doch immer vernünftig diskutieren. Ich habe doch hier da in den letzten Video auch keinen angegriffen oder so. Ne? Ich habe nur meine Meinung gesagt und ja auch versucht zu untermauern, meine Meinung. Ne? Mit Argumenten, wo man sagt, okay, da ist was dran. Ne? Aber dann gleich zu schreiben, hier pass auf, rumblubbern und rum, du laberst und sowas. Ich meine, danach habe ich mich gut diskutiert mit dem Mann. Kein Thema. Ist auch hier, hat seine Meinung, soll er auch vertreten können. Keine Frage. Aber immer eine Frage, wie man sie von sich gibt. Ja? Gut. Ja, vielen Dank für die super vielen Kommentare. Ich glaube, das ist einer meiner größten, sag ich mal, Videos mit den meisten Kommentaren. Also nicht das größte Video, sondern einfach nur mit den meisten Kommentaren. So, dann. Finchi. Ich muss mal zum Finchi zu sprechen kommen. Wir Finchi. Ja, ihr wisst ja, das Nerdiversum-Team, wir sind ja echt dicke, ne? Richtige Booty-Bluders. Der Finchi, der macht mich fertig da. Ehrlich. Nicht nur, dass er jedes Mal irgendwas zu meckern hat. Immer. Ne? Es ist da was, es ist hier was. Ich meine, ihr kennt mich doch. Ich bin der Uschi. Ne? Der Uschi, der ist nicht perfekt. Der will auch nicht perfekt sein. Ne? Der macht sein Ding, der setzt sich hier hin, ne? Und wenn es halt meine scheiß Tonqualität ist, ne? Was ich ja nun jahrelang hatte, dann ist das halt so, dann ist das scheißegal. Wenn halt nochmal 20 Abos weg sind, dann ist das den Uschi egal. Wenn es 50 Abos dazukommt, dann freut er sich, aber, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und dann kannst du halt mit seinem Ton, okay, da gebe ich ihm recht, ne? Jetzt bin ich auch verwöhnt, jetzt wo ich das Mikrofon jetzt öfters nutze und weiß, wie ich es nutzen soll, ist das gar keine Frage mehr. Ich möchte immer dieses Mikro jetzt benutzen. Aber klappt halt nicht immer. Also bis jetzt klappt es eigentlich ziemlich oft, aber ist auch völlig egal. Finchi. Jetzt kommt es mich als nächstes, der letzten Vlog, sein Monatsvlog, wo er dann immer, weiß ich nicht, versucht, auf Biegen und Brechen seine 50 Minuten da von sich zu geben. Ne? Hat er echt schon wieder was zum Meckern gefunden. Es ist unglaublich. Da hat er sich tatsächlich beschwert, dass ich sage, ne, am Ende, wenn ich mein Video beende, sage, ohne euch bin ich nichts. Dann sagt er, ja, das ist auch, Uschi, das ist, was zum Teufel stimmte mit dir nicht? Ich weiß nicht, aus welchem Kontext er das reißt. Es ist wirklich nur daran gedacht, also das soll nur das aussagen, oder quasi immer so ein kleines Dankeschön an meine YouTuber, meine Abonnenten sein, meine Zuschauer sein, dass ich ohne deren Hilfe, weil dass sie mich gucken, ne, nichts wäre auf YouTube. Ich bin ja so schon nichts auf YouTube, aber halt kein YouTuber. Ne? Das kann man ja sagen, ich bin ein YouTuber. Ein Chubi, der hier
seine Freizeit sitzt und doof in die Kamera labert. Ein Jubi halt. Und einfach nur als Dankeschön, wenn ich mich euch Zuschauer nicht hätte, dann wäre ich ja nichts bei YouTube. Und ich weiß nicht, weil dann könnte ich auch, dann wäre der Uschi nicht da. Mit 0 Abonnenten, dann würde ich auch keine Videos mehr machen. Macht ja gar keinen Sinn. Mit 0 Zuschauern, macht ja gar keinen Sinn. Und deswegen verstehe ich gerade gar nicht, was sein verficktes Problem ist. Ich merke auch schon, ich werde immer ausschweifender. Das macht aber nichts. So, ne? Jetzt weißt du Bescheid, Finchi. Ne? Und am Ende schön aufpassen. So. Aber nicht so ernst nehmen, wir nehmen uns gerne auf den Arm. Dann Spiele. Es ist echt ein bisschen was dazugekommen in den letzten Monaten, die ich eigentlich immer vergessen habe. Ich versuche das jetzt hier auch mal ein bisschen schnell runterzurattern, weil so 40-Minuten-Videos gerade mit Greenscreen, das ist immer nicht so mein Ding. Also 50 Jahre Umschein. Eigentlich mache ich es ja ziemlich gerne. Egal. So, vor 2 Monaten gab es Lord of the Fallen für die Xbox Live, für Xbox One, für Gold gratis. Gratis finde ich immer cool, wisst ihr ja. Und da ich aber auch die PS4 besitze, ich aber hauptsächlich auch auf der PS4 spiele, habe ich da natürlich Plus und auf der One habe ich gar nichts. Da habe ich nur halt mein, wie heißt das, Silber-Account? Und keinen Bock, jedes Mal beides zu nutzen oder zu kaufen. Problem ist halt natürlich dann auch, dass ich die Gratis-Spiele nicht abgrasen kann. Obwohl es momentan eher unsinnig ist, ein PS Plus zu haben, weil es eigentlich momentan günstiger ist, was ich Gratis-Spiele-mäßig bei One sehe, viel besser dran bist. Letzten Monat gab es Sunset Overdrive und davor dem Monat, was ich leider, Sunset Overdrive habe ich leider verpasst, aber hole ich mir einfach mal als CD-Version. Und da vor dem Monat gab es halt Lord of the Fallen. Und weil ich halt kein Gold hatte, dachte ich mir, komm, gehst in die Stadt, guckst mal nach. Und hab's dann wirklich gefunden. Das müsste jetzt sogar leicht durchsichtig sein, weil das Xbox-Spiel halt grün ist, Greenscreen, klingt logisch. Hab ich es mir gekauft für, ich weiß nicht, 20 Euro. Ich glaube, Goldmitgliedschaft kostet im Monat 15 Euro. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz so sicher. Aber hier habe ich einfach die Freiheit zu sagen, ich spiele es, wann ich möchte. Und nicht einfach dann, wenn ich auch einen Gold-Account habe. Natürlich für Leute, die Gold haben, sowieso ein ganzes Jahr oder 2 Jahre, denen ist es völlig egal. Aber das Spiel kann ich jetzt einfach dann einlegen, wann ich darauf Bock habe. Und für 5 Euro mehr nehme ich das gerne in Kauf. Ich habe es auch sogar gleich gespielt gehabt, weil ich ja heiß auf Dark Souls 3 war. Und habe das dann auch gleich gezockt. Bis zur Hälfte, glaube ich. Dann habe ich wieder aufgehört. Kommt irgendwann wieder. Ich glaube, dann kam auch Dark Souls 3 schon 2 Tage später. Da war ich schon so gehypt, dass ich fertig war. An dem gleichen Tag, das ist schon, wie gesagt, 2 Monate her, war ich hier bei meinem kleinen Spielehändler. Und da habe ich für 9 Euro Fable Anniversary gefunden. Das ist ja quasi das HD-Remake oder wie auch immer von der Xbox damals. Fable 1 ist sowieso der beste Fable-Teil und sollte auch für jeden Rollenspiel-Fan wirklich auch ein Begriff sein. Wenn nicht, auf jeden Fall nachholen. Ich habe das aber schon 1000 Mal durchgespielt. Auf dem Rechner habe ich schon ein paar Mal durchgespielt und auf der Xbox. Wollte es aber halt nochmal, ich wollte halt diese HD-Version nochmal haben, weil ich einfach ein riesen Fan von Fable 1 bin. Fable 2 und so war auch okay, aber nichts war so geil wie Fable 3. Ich habe es sogar noch sealed gelassen, also zugelassen, weil es halt noch nicht, ich wollte mal gucken, was drin ist eigentlich. Ich dachte, ach komm, lässt es zu. Und wenn du Bock drauf hast, dann kannst du ja. Und wenn nicht, bleibt es erstmal so lange zu. Für 9 Euro, kann ich nicht sagen. Dann habe ich, weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, von dem lieben Stroh-Artefakt habe ich Street Fighter 2 in OVP bekommen, also Originalverpackung. Einzige Manke ist, dass er hier hinten einen kleinen Riss hat, die Verpackung. Aber so sieht er eigentlich noch ganz gut aus. Ist jetzt nichts für ein Stroh-Artefakt selbst oder für ein Pitendo. Der würde sich was sagen, nee, das kauf ich nicht. Also so eine Fabrika kaufe ich nicht. Für mich ist das völlig ausreichend. Street Fighter ist für mich absolut legendär, gerade der zweite Teil und das in der Originalverpackung. Ich wollte, ich habe sogar mit Modul, ich habe glaube ich 15 Euro bezahlt, von Stroh Artefakt, super Preis, vielen Dank, mit Modul, ich habe das Modul zwar schon, aber jetzt habe ich es doppelt. Vielleicht dann zu vertauschen oder zu verkaufen, weiß ich noch nicht, mir fehlt nur die Anleitung. Falls einer da draußen eine Anleitung hat für Street Fighter 2, ich komme gleich nochmal, das Thema kommt gleich nochmal, Anleitung, schreibt mir bitte in die Kommentare. Dann hätte ich das nächste komplett. Ja, nochmal danke. Stroh-Artefakt. Dann war der Lee und der Meist, hier, ich muss ja leider ein bisschen immer so hier mal kurz einreißen, da kurz einreißen, aber ist halt nun mal spielegeschichtsmäßig zu erklären, warum ich das Spiel gekauft habe. Grundsätzlich sehr wichtig, nämlich Grundsätze. Grundsätze kommt von grundsätzlich. So.
war ich der Mais und der Lieber da und da habe ich ihn am zweiten Tag, habe ich ihn halt ein bisschen Wolfsburg gezeigt und auch den Laden, wo ich ab und zu mal so ein paar Schnapper mache. Und dann gab es, war wahrscheinlich Gruppenzwang. Ich mach's kurz, ich habe mir Call of Duty Advanced Warfare geholt. Passt eigentlich überhaupt nicht in mein Beuteschema. Aber ich habe letztes Mal viel Bock gehabt auf einen Shooter. Und gerade Konsole und Shooter und ich sind eigentlich nicht so die besten Freunde. PC und Shooter okay, aber Konsole und Shooter eigentlich nicht. Aber ich dachte, für einen Einzelspielermodus, sagt der Lee, ist eigentlich super. Kannst nichts falsch machen. Für 9 Euro kannst du das mitnehmen in der Day Zero Edition. Bringt mir wahrscheinlich im feuchten Kirch heutzutage. Ich habe das auch schon installiert und natürlich ein Update gezogen. Updates, hört bloß auf mit Updates. Erzähle ich gleich nochmal, falls ich nicht wieder vergesse. Ja, ich habe es natürlich noch nicht gespielt. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie die Story ist. Ihr könnt mir ja sagen, ob die geil ist oder nicht. Ich habe seit Modern Warfare keinen Call of Duty mehr gespielt. So. Dann war ich auf dem Flohmarkt. Und falls das Pitendo und der Stroh-Artefakt und der Retro-Jäger seht, oder wie auch immer, oder die anderen ganz alle, die Namen ich natürlich jetzt nicht im Kopf habe. Ich weiß nicht, laufen bei euch nur Volldeppen rum? Oder warum habt ihr so viel Glück? Wenn ich auf den Flohmarkt gehe, dann gibt's da nichts. Rein gar nichts. Bei uns hier in Almke, ach Quatsch, riechen Almke, hier im Tankrumsee, war ein Familienflohmarkt. Also Familienflohmarkt habe ich nur nachgeguckt, das ist so Kinderklamotten und sowas. Hätte mir wahrscheinlich auch eher vorher auch nichts gesagt, wie ich es vorher gewusst hätte. Meine Schwierigkeit sagte, das war auch ein Familienflohmarkt. Aber auch wenn ich hier auf den Flohmarkt gehe, finde ich auch immer nichts. Das ist immer sehr ärgerlich. Macht aber nichts. Aber eine Sache habe ich diesmal gefunden. Aber bevor ich euch das zeige, Flohmärkte nochmal. Das ist, verstehe ich nicht. Ich finde da nichts. Da war das erste Stand, oder der dritte Stand, die ich sehe, gucke ich so, wow, Jackpot. Am Arsch Jackpot. Das war ein Händler. Aber, ein netter, sag ich mal so. Aber der wusste ganz genau, was der Schmarrn, was er für den Schmarrn haben will. Erstmal habe ich eine vergilbte Super Nintendo auf Bergen von Spielen. Vergilbte Super Nintendo. Und ich sage, was willst du mit dem Super Nintendo haben? Ich für einen Schnapper hätte ich es einfach mitgenommen. Einfach so zur Seite legen oder dann zu verkaufen oder was. Oder halt für ein Gewinnspiel oder sowas. Weißt du, wäre eine coole Nummer gewesen. 70 Euro. Da habe ich schon schwer geschluckt. Dahinter war N64 in der Pikachu Edition, wo ich gesagt habe, ich meine nicht, dass ich jetzt doll auf Pikachu stehe, ne? Aber ich dachte vielleicht für einen Schnapper. Ich wusste aber schon nach dem Super Nintendo, das lohnt sich eigentlich gar nicht zu fragen. War in der Originalverpackung, aber die Originalverpackung sah aus, als hätte sich die hinten reingeschoben und vorne wieder ausgekotzt. Also das Ding war so komplett für den Arsch. Und er sagte ganz trocken 90 Euro. Weil ich habe natürlich nochmal gefragt. Und ich dachte, komm, jetzt machst du den Spaß und fragst einfach so mal quer durch. Hat der Zelda in der OVP gehabt. So, war ganz okay aus. Wollte auch 70 Euro für haben. Und ach, der wollte auch für Secret of Mana, glaube ich, in der großen Edition, wollte er über 100 Euro haben. Ach, hör bloß auf. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Dann hatte ich ihn halt gefragt, wegen der Anleitung für Street Fighter 2, ob er die vielleicht hat. Dachte, ja, könnte sein für im Auto. Ich sag, pass auf, bevor du losgehst, ne, könntest du dir vielleicht den Weg vielleicht sparen. Sag mir erst, was du haben willst. Hat da 5 Euro. Sagt er, wenn ich es habe. Leider hat er sie natürlich nicht gehabt. 5 Euro hätte ich es dann in der Anleitung. Ich sag, komm. Scheiß drauf, dann hab ich das Ding voll komplett und dann ist gut. Hat er natürlich nicht gehabt. Ja, sonst war da eigentlich nichts, ne, sondern nur Kinderzeug, ab und zu mal so 2-3 Spiele, so FIFA 14, FIFA, keine Ahnung was, FIFA 4 oder so, keine Ahnung was da war, da waren ja so viele Sportspiele, aber Sportspiele kriegst du ja eh hinterhergeworfen. Aber da war einer, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Schnapper war oder nicht, ich zeig's euch einfach. Ich habe mir Red Dead Redemption in einer super Qualität von jemandem abgekauft. Sogar mit Anleitung und mit der fetten Karte, die wirklich noch komplett ist. Ich will jetzt auch nicht aufklappen, weil die ist echt groß. Die C ist, da ist nichts dran. Der wollte 12 Euro haben und ich sagte, pass auf, ich sage, ich gebe dir 8. Ich sagte, dann bin ich auch weg. Ne? Ich sagte, okay, komm, gib 8. Hat auch nicht lange handeln lassen. Dann hat er gesagt, okay, komm, nimm für 8. Vielleicht ist auch für 4 gehabt. Kriegen, ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, ist halt diese Originalversion, nicht diese Spar-Edition hier, wie hier so doof aussieht, mit allem drum und dran. Ich glaube für 8 Euro ist es okay. Ne? Wer weiß, die das da draußen besser wissen, sagt, nee, eigentlich war es nicht so der Schnapper. Ne? Aber ist okay, kann man machen, muss man aber nicht. Ich hab's halt nicht in der Sammlung, ich hab's damals durchgespielt, hab's mal ausgeliehen von meinem Cousin und das war's dann eigentlich auch. Gut, soviel zum Thema Spiele. Dann hatte ich noch, was wollte ich doch erzählen, fällt mir gerade ein.
Was habe ich doch gesagt, wenn ich es nicht wieder vergesse? Sollte mal kurz gucken. Nein. Und was wollte ich dort? Ach ja, genau, mit den Downloads. Wie gesagt, ich habe das bei Facebook schon gepostet, der Uschi bei Facebook, falls es noch nicht, falls es bei euch komplett vorbeigegangen sein sollte, dass ich so eine Like-Seite habe. Uncharted 4 ist, ich meine, ist ja gang und gäbe mittlerweile, ne? Ja, du kaufst ein Spiel und lädst dir dann halt ein Patch runter. Aber jetzt schon wieder, das Spiel ist noch gar nicht draußen, es gab es schon ein paar Mal, jetzt ist ja nicht das erste Mal, aber jetzt schon wieder, Day One Patch, 5 GB. Ich meine, mir ist das ja mittlerweile egal. Also nicht ganz egal, weil was liegt einfach daran, weil ich eine starke Leitung jetzt mittlerweile habe. Aber ich kenne das auch anders. Wie gesagt, bei Lords of the Fallen. Damals habe ich mal ausgeliehen gehabt vom Sunny. Sagt, pass auf, brauchen wir nicht zweimal kaufen. Dann nimmst du es am Anfang gleich hin und spielst es. Ja, wenn du dann aber nur eine 3000er Leitung hast oder von der 16.000 Leitung nur 3 bekommst, du ab und zu mal 5, ne? Und dann das Spiel dann morgens einlegst und bis abends warten musst, bis du spielen kannst. Ja, ist doch kacke. Es gibt da draußen immer noch Leute, die wirklich nicht so ein gutes Internet haben. Ne? Und auf die mal ein bisschen, weiß ich, das ist doch, die werkst denn da Jahre an so ein Spiel rum. Ne? Uncharted 4 ist doch schon seit Ewigkeiten in der Produktion, in der Entwicklung. Wieso gibt es da ein 5 GB Patch? 5 GB! 5! Da kriegst du ein Horn! Alter, lädst du das Spiel komplett runter. Ist gar nicht auf der Disk. Was machst du denn dann mal, wenn du... Ne, ist auch egal. Ich reg mich schon, ich krieg schon Blutdruck. Mal. Dann habe ich... tauch mal kurz ab. Tauch mal wieder auf. einen Beamer geschenkt bekommen von meinem Bruder. War ein bisschen laut, macht aber nichts. Ist jetzt hier kein High-End-Gerät oder so. Aber das ist perfekt hier für meinen Keller. Ich muss nur eine Halterung holen. Hui. Eine Halterung holen und noch eine Leinwand. Mal gucken, wo ich eine Leinwand herkriege. Und eine Halterung für die Decke. Strom liegt ja schon alles da. 10 Meter HDMI-Kabel habe ich auch. Dann sollte das alles funktionieren. Und dann wird es hier richtig lustig. Ja, dann kommt die nächste noch eine Vitrine hierher. Aber das zeige ich euch dann und erzähle ich euch auch dann alles. Ich will das hier nicht zu ausschweifen. Auf jeden Fall coole Nummer. Vielen Dank. Ja, cool. Was habe ich denn geguckt? Das kann ich euch erzählen. Ich gucke gerade ein bisschen Game of Thrones wieder hoch. Denn ich gucke die 5. Staffel momentan nicht. Ich nehme sie jetzt nebenbei auf, weil ich will mich nicht spoilern lassen. Und ich hasse es, immer bis Montag zu warten. Ich sehe eine Folge und wieder bis Montag warten. Und das Schlimme ist, dass du wirklich nirgendwo hingucken kannst. Ohne, auch bei Facebook nicht. Du musst schon so bei Facebook gucken, ob nicht steht da jetzt nichts über Game... Es interessiert mich nicht. Ich will nicht wissen, was mit Jon Schnee jetzt passiert. Das juckt mich jetzt nicht. Wenn ich alles da habe, dann ist mir das halt völlig egal. Da kann ich es gucken, dann will ich es ja auch wissen. Aber ich will es halt vorher nicht wissen. Und deswegen umgehe ich das alles. Der Finchi redet ja ab und zu. Das spoilert nicht, keine Sorge. Nicht, dass ich jetzt ihn als Spoiler bezeichne. Nein. Aber er sagt, oh, das war schon so eine geile Folge. Und so. Ich meine, das kann er ja machen. Ne? Aber ich habe immer Angst, dass da irgendwas aus oben ein dumm, weil der Seppi guckt das auch, dass aus oben ein dumm Zufall. So, und dann denkst du, und ich finde Spoiler so schlimm. Ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres als Spoiler. Ich glaube, Spoiler, Rage-Quitter und Cheater, die gehören alle auf eine Position. Alle nur... Ich sagte, das ist noch was Falsches. So. Dann habe ich viel Edgy-Kram geguckt. Das ist ein Anime-Style. Um euch das zu erklären, ich weiß selber, ich bin ja eh so eher so ein Kackboon oder Kacknoob, was so Animes, Mangas angeht. Ist Edgy-Style ist, glaube ich, so hat mir Seppi es erklärt, ist so... So ein erwachsener Anime mit so richtig kaputten Quatsch, also so Comedy, Erotik, nichts Pornomäßiges, ne? Nur so ein bisschen, ne? Mal so was Dreistes halt, ne? Also wie nichts komplett pornografisch, perverses, nichts, das ist halt so ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Da kommt einer von hinten und sagt, oh, das ist eine dicke Brüste, und sie dreht sich um, knallt in eine. Also komplett. Banale Sachen, die du wahrscheinlich hier niemals machen würdest. Und so halt auch so im Kämpfer-Style halt aus. So, ne? So ein bisschen Superkrieger und Mega-mäßig. Und da haben wir geguckt. Tenjo Chenga haben wir auch geguckt. Kannte ich aber schon. Darauf will ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Aber Ikutussen haben wir geguckt. Der Jay, der hat nämlich alle Staffeln. Der Mann, der ist da schneller als die Polizei erlaubt. Die haben wir geguckt, ich glaube 4 Staffeln waren das, super geile Anime-Serie. Ikutussen
Ikitussen? Ja, Seppi wird gleich sagen, du hast wieder falsch ausgesprochen, der Idiot. Super geil, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Absolut awesome. Ich kann da auch nicht doll darauf eingehen, weil wir haben noch mehrere Sachen geguckt. Wir haben da noch Kämpfer geguckt. Das war auch so eine... Auch alles dieses Edgy-Style gewesen, aber das war überhaupt nicht so ganz so mein Ding. Es war ein Typ, der halt so einen komischen Armreif hat und das ist das Zeichen dafür, dass er ein Kämpfer ist. Und der verwandelt sich dann von... Weil alle Kämpfer Frauen sind, verwandelt er sich vom Kerl zu einer Frau. Ja, und weil er so ein schüchterner Typ ist und alle Frauen auf einmal auf sie fliegen, weil sie so eine wunderschöne Frau ist und er damit aber überhaupt nicht anfangen kann, läuft er aber vor den Mädels weg und vor den Kerlen. Ja, war auch nicht so prall. Hört sich genauso bescheiden an, wie die Serie im Endeffekt auch ist. War okay, aber... Ja, und dann haben wir jetzt angefangen, Highschool DxD zu gucken. Absolut klasse. Ich meine, es ist keine Anime-Serie, wo du sagst, boah, die hat so viel Inhalt und so. Ne? Interessiert mich nicht. Ich will da lachen. Also ich will mich einfach nur hinsetzen, Hirn ausschalten, was ich sowieso schon oft tue. Und einfach nur gucken. Deswegen gucke ich sowas gerne. Ich meine, ich kenne auch was wie Ghost in the Shell und so, vor x Jahren geguckt. Ist aber halt nicht ganz, das ist mir zu ernst und so. Wenn ich schon so eine Anime-Serie gucke, dann muss ich schmunzeln können. Ich bin eh so ein Comedy-Typ und deswegen passt das ganz gut. Ja, das, was ich so geguckt habe. Na klar will ich jetzt auch in Civil War gehen, in den Iron Man vs. Captain America. Ich bin natürlich für Iron Man. Auch da musst du echt vorsichtig sein. Weil ich weiß nicht, die gehen um einen Film und sofort, oh, geil, der und der, das. Ey, du kannst echt, das, wenn du irgendwas nicht wissen willst und du weißt, das ist momentan total in, darfst du echt nur so bei Facebook gucken. Boah, kriegst du eine Macke, ey. Dann, was habe ich denn noch? Ja. Besuch, der Lee und so war ja, wie gesagt, hier, der war super geil. Wir haben echt ein bisschen Spaß gemacht, wir haben auch gar nicht viel gezockt. Ne? Wir haben ein bisschen abends dann gespielt. Wir haben dann ein kleines Bierchen getrunken, halt gequatscht, der Jay war dann hier und haben dann halt auch ein bisschen gezockt und dann konnte auch der Lee dann mal zeigen. Lee, du wusstest vorher, dass ich das gegen dich verwende. Seine Asia-Skills mal zeigen. Deswegen gibt es hier einen ganz kleinen, kurzen Zusammenschnitt von den Abend. Bitte. Der Schlie. Nichts werden. Guck mal. Oh, das war voll daneben. Das war zu nieder. Okay. Voll in Ordnung. Am Öl liegt sie, ist kein Strand. Oh, ich dachte, ich sehe. Oh. Okay. Was sagen Sie, wenn man zusammen mit einem Dosentelefon schießt? Was ist das für ein Wind? Das ist überhaupt nicht windig. Das ist scheiße. Drück ab. Warte, jetzt. Ich brauche nur einen Schuss. Auf geschissen, Alter. Der Smiles. Oh, ganz ernsthaft, guck da. Ah. Und guck da. Ja. Ja, das ist, man erkennt jetzt schon, bei ihm schlägt auch ein grünes Herz. Wegen? Ja, Farben. Sollst du aber nicht auch Ohrfummeln da hinten, du sollst schon Bogen schießen, Junge. 45 fucking Meter, Alter, wie soll ich ihn da treffen, Alter? Sag mal, bewegt sich das? Ja. Jetzt? Wow! Ich hab 6! Ich glaube, 6 habe ich jetzt schon gewonnen. Ein bisschen, weißt du, da musst du das Schmalzauge ein bisschen fliegen lassen. Ich würde sagen, die Lava lenkt auch schon ein bisschen ab, ne? Also. Ja, ja. So, Lee, jetzt kannst du noch mal alles zeigen, was du kannst. Ja, das ist gut. Am besten lässt es gleich liegen. Schön Ding Dong Day. Schön mal einmal Huhn 46. Na klar. Doch in eigenen Nacht. Guck mal, der macht meine Wii U kaputt. Guck mal, meine Wii. Das rote da unten. Das Kabel. Das große rote. Wahnsinn. Oh! Was? Oh! Was war denn Aufholjagd? Junge, der hätte aber keine Hochwassermarke in der Zwischen gepasst, ey. Das Kabel reißt gleich. Oh.
Oh, gerade so. Das war's. Das war der letzte jetzt. Ja, das war's. So, wie steht's denn? So, auf den letzten Platz haben wir... Der Lee. Lee. Auf den vorletzten. Der JJ. Wie ist der Trainer? Zweiter Platz, der Mais. Oh, ein Punkt. Ja, ein Punkt. Erster Platz, Uschi. Mensch. Team Uschi. Ja, Team Uschi. Uschi. Hab ich doch gesagt. 5-5-5 Cheater. Ja, habt ihr gesehen, ne? Asias geht. Ja, schade, Lee. Du wusstest das vorher, dass ich das gegen dich verwende. Hättest dich anstrengen müssen. Nee, war super entspannt. Haben echt viel Spaß gehabt. Nächsten Tag, wie gesagt, waren wir dann halt nochmal ein bisschen, habe ich ein bisschen Wolfsburg gezeigt. Haben viel gequatscht, viel gelacht. War super, immer wieder gerne. Ich glaube, soweit bin ich dann auch schon durch. Ich habe ja auch wieder geredet wie so ein Ferrari. Ja, alles, was ich noch habe, ist Amazon. Ihr wisst ja, ich habe diesen Amazon-Partnerlink, sollte euch ja nun mittlerweile bekannt sein, falls ihr da was kauft, bla bla bla, dann kriege ich 1% halt davon ab, ihr bezahlt dafür nicht mehr, aber ich habe davon was und kann das halt in den Kanal stecken, wenn ich was kriegen würde. Aber es ist ja nicht so, als würde da nichts kommen, ich habe auch an meinen Freunden das weitergereicht und sowas, das funktioniert super. Und ich habe auch jetzt seit anderthalb Jahren, habe ich jetzt 60 Euro drauf. Und angeblich, ich habe es auch angeklickt, ab 25 Euro bekommst du einen Gutschein. So habe ich es angegeben. Du kannst auch per Banküberweisung, da musst du auch 50 Euro haben. Ich habe gesagt, pass auf, nee, ich will das ja eh in den Kanal stecken. Dafür ist ja der Link ja da, ne? Falls jemand was von euch kauft, dass ich sagen kann, okay, dann kann ich mich halt auch videomäßig oder spielemäßig verbessern, um euch dann auch ein bisschen was zu zeigen und zu bieten. Dafür ist dieser Link halt da. So, es kommt aber nichts. Ich habe, wie gesagt, 60 Euro drauf und seit heute nicht einfach einen Gutschein bekommen. Heute habe ich gedacht, vor ein paar Tagen dachte ich, okay, wartest du einfach ein bisschen ab. Du müsst ja bald wieder eine Mail kommen. Da kriege ich eine Mail vom Partnerlink. Hast du noch keine 25 Euro? Kriegst du nichts. Hast du nichts? Kriegst du nichts. Ich sage, kann doch nicht wahr sein. Gucke drauf, da war ich nur bei 50 Euro. Und dann waren es 60 Euro. Ich dachte, kann doch nicht wahr sein. Ich habe extra geguckt, ob der Finch hat mir auch ein bisschen was gezeigt noch, weil ich mich da eh nicht ganz so auskenne, ich habe es noch nicht so lange. Und hat auch einen Gutschein bekommen. Sagt, pass auf, das kommt ab und zu auch in den Spam-Ordner und so. Du kannst aber auch bei Amazon selber gucken, und der Seppi hat mir auch ein bisschen geholfen. Du kannst halt gucken, was du schon an Gutschein bekommen hast und so. Ich gucke nichts. Ich habe keinen Gutschein erhalten. Auch meine Spam-Ordner waren leer und alles. Ich habe das Amazon mal angeschrieben, weil ich hätte jetzt echt gerne den Mikrofonaufsteller und halt eine zweite Softbox, um auch den Greenscreen noch besser auszuleuchten. Damit ich genau hinter mir leuchten kann und auch von da leuchten kann, sodass die Schattengebung halt sehr gering ist. Ist jetzt mittlerweile auch sehr gering, weil ich ja hier die beiden, sind ja meine Lampen. Die strahlen komplett runter und die Softbox strahlt mich vorne an. Deswegen geht das einigermaßen. Aber natürlich geiler wäre es natürlich nur mit zwei Softboxen. Ja, bleibt mir bis jetzt erspart. Ich bin mal gespannt, was Amazon jetzt mir sagt. Bin ich echt mal gespannt. Ja, im Endeffekt war das jetzt auch schon alles. Ich bin auch wieder schnell fertig geworden. Ich habe auch echt... Ich weiß, ihr mögt das. Ich weiß, da draußen, die Vlogs sind beliebt. Und wenn der Uschi sich hinsetzt und frei von der Leber weg einfach losquasselt, dann kommt das an, das weiß ich. Jetzt bin ich voll aus der Buße. Ich glaube, wenn ich das Video sehe, kann mir keiner folgen. Aber es hat mir ja auch, ich muss ja sagen, YouTube hat mir echt weitergeholfen, was auch sprachlich die Sache angeht. Denn es gab nämlich eine Zeit lang, da habe ich echt sehr stark genuschelt, was ich wahrscheinlich jetzt immer noch mache. Aber es ist schon viel besser geworden. Wenn ich früher in diesem Tempo gesprochen habe, dann hat mich keine Sau verstanden. Keiner. Und ich denke, durch YouTube ist das echt wirklich viel, viel besser geworden. Ich sollte mir vielleicht mal alte Videos anschauen und gucken, ob das wirklich so ist. Aber ich habe auch selber so das Gefühl. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist meine schlechte Rechtschreibung. Also falls gleich ja nochmal, falls ihr noch da oben mal Rechtschreibfehler seht oder so, ich habe da echt eine Schwäche. Ich will mich auch nicht für jeden Scheiß testen lassen. Ich denke aber, ich bin einfach zu bräsig dafür. Ich muss das in der Schule damals verpasst haben. Vielleicht liegt es auch am Ohr, dass ich schon seit als kleines Kind mein Ohr kaputt war, dass ich das einfach nicht raushören kann. Vielleicht sind das auch nur dumme Ausreden. Ich krieg's einfach nicht hin. Das ist einfach, ich habe da einfach sehr starke Probleme mit dieses SS und PP und BP und SCH und TH. Ganz schlimm, ganz schlimm. Kann ich leider aber nicht ändern. Ja, ist nervig. Also falls ihr da mal einen Fehler seht, ne, dann rastet nicht gleich aus.
Ist halt so, das ist der Uschi. Viele, die mich jetzt schon lange abonniert haben, die kennen mich nicht anders. Da ist halt mal ein Versprecher oder mehrere drinne oder halt auch einige Rechtschreibfehler. So, jetzt bin ich aber durch. Ich glaube, meine Stimme lässt jetzt auch nach. Ich musste mich... Ah, eine Sache habe ich ganz vergessen, das muss ich noch schnell erzählen. Der liebe Marc, das ist ein netter Freund von mir, ein sehr guter Freund mittlerweile geworden, der hat mich auf ein Spiel gebracht. Der wollte unbedingt mit mir zocken, nachdem ich Dark Souls 3... Dazu kommt auch noch ein Video zu Dark Souls 3, mein Meinungsvideo, deswegen habe ich es hier auch nicht erwähnt. Was ich jetzt gerade damit gemacht habe. Ist auch egal. Der wollte mit mir zocken. Ich sage, pass auf, kann ich nicht. Ich muss mich doch noch ein bisschen mehr beeilen. 5 Minuten habe ich noch. Er wollte mit mir spielen. Er hat sich verletzt gehabt und war dann zu Hause krankgeschrieben. Ich sagte, komm Uschi, lass uns was zocken. Lass uns Hot spielen. Ich sage, nein, Dark Souls 3. Lass uns das spielen. Ich sage, nein, Dark Souls 3. Lass uns LoL spielen. Ich sage, nein, Dark Souls 3. Ja, und dann war der Zufall wirklich so, dass ich dann fertig war mit Dark Souls. Dann kam er, ey, pass mal auf, komm mal mit. Lass mal World of Warship spielen. Ich sag, was ist das für Müll? Ich sagte, ja, Schiffe versenken für Große. Und ich sag, na gut, komm, runtergeladen. Verdammt nochmal, macht das Spaß. Ich komme von den Scheißspielen nicht weg. Ich habe einen Tag 7 Stunden mit Seppi gezockt, weil nicht nur das Marc mich angesteckt hatte, habe ich den Seppi nochmal angesteckt, den Seppi. Ich habe Seppi, pass auf, kennst du das? Ja, habe ich damals in Beta gespielt, war nicht so mein Ding. Ich sag, komm, ne? Sagt er, ja, ich lade es nochmal runter. Weil der hat ja nicht so eine starke Ladung, hat es über Nacht runtergeladen, sind ja auch knapp 10 GB oder so. Und ja, jetzt ist der auch doch komplett angefixt. Wie das Marc mich angefixt hat, das habe ich Seppi angefixt und den Killer-Dani. Und ihr kennt die Killer-Dani. Der Killer-Dani ist eigentlich ein kompletter Consolero und der spielt da auf seinem Rechner mit uns wie ein bekloppter World of Warship. Ich meine, da gehört nichts Großes zu, ne? Das ist nicht viel, das sind ein paar Schiffe, ein paar Berge, viel Wasser, logisch, Schiffe halt. Und du schipperst halt rum, zielst ein bisschen voraus und ballerst, bum bum, weißt Torpedos aus. Und wir sind halt die ganze Zeit in Skype und quatschen darüber. Absolut genialer Spiel. Du musst nicht viel können, du schön locker schippern, ne? Neue Schiffe freischalten, ein paar Updates reinhämmern. Und es ist halt komplett umsonst, es ist halt nicht pay to win, weil es wird halt immer ausgeglichen. Wenn neue dazukommen, dann wird auch also auswahlmäßig auch so rausgesucht, dass auch an der Gegenseite Anfänger dabei sind oder Anfängerschiffe dabei sind, sodass es halt immer einigermaßen fair bleibt. World of Warship. Ich glaube, ich mache da auch nochmal ein Video zu. Wir haben es heute auch echt geschafft, gegeneinander mal zu spielen, weil das ist eigentlich so gar nicht möglich. Muss halt zeitlich abtimen. Absolut genialer Spiel. Kann ich jedem nur mal sagen, auch wenn er denkt, nee, das ist nicht meins, ausprobieren. Ist von den Machern von World of Tanks, was ich nie gespielt habe, und World of Thunder, glaube ich. World of Warship. Absolut genial. Wahrscheinlich seht ihr jetzt hier ein paar Sachen da. Ich bin echt überlegen, ob ich da ein kleines Video drüber mache. Wie mich das flasht, das Spiel. Flasht mich nochmal. So, Finchi, aufgepasst. Ich bin der Uschi. Ohne euch bin ich nichts. Nee, bin ich durcheinander. Dankeschön. So, ich habe die Ehre. Ohne euch bin ich nichts. Haut rein.